Hallihallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Kung Fu Rabbit, ein Oster-Special, was schon lange, 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 lange hinter Ostern her ist. Ja, es ist ja nun bei Pfingsten, bedeutet 40 Tage nach Ostern. Ich muss kurz mal mein Mikro ein bisschen, nicht mehr Mikro, sondern mein Sound ein bisschen leiser stellen. So, wir sind immer noch in dem Level, was ich beim letzten Mal schon nicht geschafft habe. Und wir gehen aber jetzt wieder vorwärts. Neuen Mutes, den ich mir gesammelt habe. Wir haben noch zwei Hasenseelen, sehe ich gerade. So, hier sind wir sicher. Hier sind wir auch sicher. Ich lege mir jetzt mal hier oben eine Hasenseele hin. Jetzt kloppen sich meine Katzen hier schon wieder. Wow, wow. Ach, Mist. Da muss man ja hier gleich ganz fix weitergehen. Okay. Konzentration, das ist hier echt das höchste Gebot, muss man sagen. Nein, ich hab's gar nicht. Jetzt hat's mich kurz gehustet. Ist aber auch eine echt fiese Stelle hier. Wow. Okay, nichts mit Konzentration. Das gibt's doch nicht. Wie mache ich das denn jetzt am blödsten? Konnte man die nicht auch irgendwie kaputt machen? Nee, die ging nicht kaputt. Okay, okay, okay. So, rennen, 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 rennen. Nein, von oben kam noch eins. Das Level ist ja voll kurz. Aber da kam echt von oben noch eins. Also, ich glaube, an so einem kurzen Level habe ich noch nicht so lang gehangen. Das waren eher so die längeren Level, wo mir das so ging. Im Übrigen ist ja morgen Muttertag. Habt ihr denn schon was für eure Mamas? Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was sie ihr schenken soll. Sie ist aber auch immer so ein Fall von, ich will nix, ich will nix haben. Ich denke, das kennt ihr, weil irgendwie ist jede Mama so. Ach. Das macht es mir natürlich als Kind ziemlich schwer, ihr was Gutes zu tun. Und dann bin ich auch nur so eine, die alles auf den letzten Drücker macht. Es ist immer zu zeitig irgendwie. Ja, ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Heute ist Samstag. Ich bin am Zocken anstelle mal ein Geschenk für meine Mato. Wobei die Geschäfte in der Stadt bei uns jetzt schon zu haben. Die haben nur bis 12 auf. So. Zack, zack, zack. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Hui. Ja, das ist eigentlich... eigentlich ein bisschen schäbig, oder? Dass ich jetzt hier sitze und zocke, um anstelle mich um das Wohl meiner Mama zu kümmern. Aber das ist bei ihr auch echt irre schwer. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Erstmal eine Hasenseele hier hin. Okay. Also ich muss immer mit den Sachen hier mitlaufen, oder wie? Dann erwischt mich das nicht. Hä? Man muss da ein bisschen oben gucken, man muss da ein bisschen, ein bisschen drüben gucken. Ich habe aber auch echt keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Oh Gott, wie ich da hochkomme. Ach, es geht hier noch weiter. Okay, das habe ich nicht gesehen. Diese blöden Tropfen, das ist doch voll unfair, ist das doch. Oh Gott, ich bin sicher, aber ich will die Möhre noch haben. Mist! Ich will doch diese Möhren haben, wobei die Möhren, ich weiß gar nicht, was die uns jetzt noch bringen. Okay. Hier kommt nichts runter. Okay, okay. Hier kommt auch nichts.
Okay, ich brauche noch mal eine Hasenseele. Ich muss mir noch mal schnell hier eine Hasenseele holen. Dojo, Hasenseele. Kaufen. Kaufen. Was? Ich hab. Oh nö, wie viel ist? Ich hab bloß noch eins. Nee, 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 nee. Ich will nicht schließen. Gut. Okay, ich muss mir hier eine Hasenseele hinlegen. Definitiv. Okay. Da drüben kann ich mich ja auch hinstellen. Okay, nicht bewegen. Okay, noch warten. Also eins muss ich noch warten. Noch eins warten. So, so. Yes, 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 yes. Und wir haben die goldene Möhre nicht. Wo war die goldene Möhre? Na gut. Egal. Oh Gott, da kommen ja. Das fängt ja gut an. Also da kommen welche. Das ist aber knapp, du. Boah, das ist ja echt fies. So. Boah, das ist ja voll fies. Wie soll man das denn schaffen? Wow, also die letzten Level, muss ich schon sagen, die haben es jetzt so ein bisschen in sich. Hasenseele, ich habe keine Hasenseele mehr. Ich habe auch bloß vier Möhren, deswegen wir müssen dieses Level jetzt hier ohne Hasenseele schaffen. Ach, Mist. Aber das geht, das geht, das geht, das geht. Ach, wieso warte ich denn nicht? Jetzt, so, jetzt. Oh Gott, Mann, ich hatte das doch voll raus hier. Das ist doch. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich bin zu unkonzentriert, wirklich. Ja, voll gruselig. Ich bin ja gespannt, wie die Geschichte hier ausgeht. Oh, Schwein gehabt. So, jetzt. Nein, nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Oh Mann. Das ist ein Mist. Boah, das ist aber wirklich eine Millisekunde. Ich glaube, mir sind die Möhren jetzt hier in dem Level voll egal. Okay. Mein Leben anscheinend auch. So, jetzt warten. So, hüpf, 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 hüpf. Mal hier ran, hier rüber. Oh nein, das ist mit dem rechts-links total schwer. Ach Mensch. Könnte mir, wenn ich. Selbst wenn ich wollte, könnte ich mir noch nicht meine Hasenseele hinlegen, außer hier unten. Weil die ja überall schießen. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Mist, ich muss da noch mal darunter hüpfen.
Konzentration immer nach oben. Also es geht. Es geht, es geht, es geht. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen ruhiger jetzt bin. Aber das erfordert jetzt wirklich höchste Konzentration. Okay, wartet nochmal rein. Huh. So. Hier bleiben wir jetzt. So, hier rüber und hier rüber. Hier bleiben wir jetzt. Hier rüber, hier rüber, hier bleiben wir jetzt. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Okay, so wie es... Oh, wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Och, Schweinerei. Ach, hier war die goldene Möhre. Da sehe ich es gut. Ach, na ja, es geht ja. Okay. So, jetzt ist nur oben. Ach nein, unten ist auch eine. Okay, so, das haben wir geschafft. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay, okay. Also mit viel Glück und Verstand kriege ich auch die goldene. Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt hier hochkommen soll. Okay, ich muss mir noch mal eine Hasenseele holen, weil hier brauche ich definitiv eine. Und jetzt können wir uns ja wieder eine kaufen. So. Die setze ich mir jetzt hier hin. Okay. Okay, 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 okay. Okay, das war nichts. Nee. Da muss man ja auch wieder so aufpassen. Okay, wir haben's, wir haben's. Ach, schön. Na, fein. Perfekt sogar. Super. Also das Level fand ich sehr cool jetzt gerade. So. Oh mein Gott. Was ist jetzt hier? Hier ist doch eigentlich immer ein Geheimweg, ne, war? Ach super, okay, hier gab es die goldene Möhre. Dann müssen wir jetzt trotzdem wieder... Ich dachte schon, die ersparen uns jetzt hier den kompletten Weg. Das wäre es ja gewesen. Wobei, ich glaube, ich trotzdem zurückgegangen wäre. Oh Gott, nein. Oh Gott, wartet. Okay. Okay. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal. Die goldene Möhre möchte ich wirklich haben. Weil wir haben einige Möhren hier übersehen. So. Oder beziehungsweise nicht bekommen, weil es zu schwer war oder weil ich das Level einfach zu oft gespielt habe, muss man dazu sagen. Oh nein, was machst du, Häschen? Okay, 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 wir sind hier sicher. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich hole mir jetzt die rote Möhre nicht mehr, weil das ist ja doch ein... So, wenigstens die haben wir. Okay, hier sind wir sicher. Oh, die schießen ja auch noch, die Viecher. Mensch, 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 Mensch. Okay, das hier ist ja noch easy. Da kann man halt nur runterspringen, wenn die Teile nicht da sind. Das ist ja okay. Okay. naja. So. Okay, okay, okay. Hier sind wir sicher. Oh, jetzt hüpfe ich da oben dran an die Monster, die man eigentlich voll gut...
Nein, wieso? Wieso? Oh Leute, ich will doch einfach nur dieses Level hier schaffen. Das ist ja alles easy hier. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann nein, okay, jetzt auch nicht. Dann eben jetzt. So. Boah, wieso bin ich jetzt an dem tot gegangen? Ich bin doch auf den drauf gehüpft, wie sich's gehört. Okay. Ach, ja. Ich finde es eigentlich, ich finde es im Übrigen voll unfair, dass die Männer ihren Feiertag bekommen und die Frauen nicht. Ich finde sowieso, wir Frauen sind immer total... Ich weiß nicht, total, irgendwie so, als, wir sind ein zweite Klasse Mensch, finde ich. Nein, mal im übertriebenen Sinne, so, kommt es schon hin, aber jetzt im Ernst nicht. Aber es ist ja schon so, die Männer kriegen ihren Feiertag und die Frauen nicht. Finde ich schon schade. Gerade die Mamas, die haben so viel mehr Stress als die Väter, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch alleinerziehende Väter, die da auch genug Stress haben. Die würde ich einfach mal unter die Mamas mit dazu zählen. Aber das ist irgendwie schon ein bisschen ungerecht behandelt, ne? Finde ich. So, der da drüben schießt. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Bei dem warten wir, bis er oben ist. Ach, das war ja so klar, dass der sich genau in dem Moment umdreht. Okay. Zu zeitig losgelaufen. Okay, das ist jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen... So ein bisschen, ach, aber es sind ja gar nicht mehr so viele Level hier. Wir müssen es ja dann eigentlich, zumindest was die Story angeht, schon geschafft haben. Oh Gott, jetzt habe ich mich nicht an der Mauer festgehalten. Ich hätte aber echt gern noch eine Hasenseele, weil das ist ja echt... Zuck mich da oben lang. Leute, ich brauche eine Hasenseele. Kann ich mir nicht nur einen kaufen? Ja, klar kann ich mir eine kaufen, Mensch. Ja, nu. Ist ja wohl das Mindeste hier, eine Hasenseele. So. Ist wirklich Schritt für Schritt. Nichts unüberlegt jetzt machen. Will ich mir den aber noch nicht hinsetzen, sondern erst hier. Aber ich setze mir den hier hin. Kann man hier irgendwie noch hoch? Nee. Oh, zum Glück, jetzt wo ich die Hasenseele hatte, ey. Ja, Level 19. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich fallen lassen. Nein, ich wollte doch hier rüber. Aber da stehen ja überall welche. Okay, das hat jetzt nur noch was mit Rennen zu tun. Okay, oder auch nicht.
wissen alle gar nicht. Ach, Mist. So wie das aussieht, fangen die alle in einem gewissen Zeitablauf zu schießen. Und ich muss hier rennen wie so ein irres Bunny. Und wenn ich Glück habe, schaffe ich es nicht. Okay, also die Möhren schaffe ich nicht. Es tut mir leid, ich würde die echt gern mitnehmen. Aber ich habe keine Zeit, um hier die können wir mitnehmen. Ich habe keine Zeit, um hier die Möhren mitzunehmen. Okay. Oh Gott, ja. Und wir haben, ich glaube, wir haben das letzte Häschen. Und eine Möhre. Oh Gott, wie schäbig. Wie schäbig ist das denn? Zurück mit Racheplan. Du dachtest, du wärst durch, aber die Feinde kamen mit Verstärkung zurück. Mehr, stärker, hässlicher. Endlich ein bisschen Spaß. Du hast eben ein Bonuslevel freigeschaltet. Na fein. So, und jetzt? Das Monster, der Hase. Der Monster macht... Die Hase... Okay. Die kleinen Ufos fliegen weg und die Hasen sind alle wieder glücklich. Und das kleine Piepmätzchen links. Ippi, lippi, lippi. Seit wann macht denn ein Vogel ippi, lippi, lippi? Die machen auch nicht piep, piep. Die machen nämlich tschulp, tschulp. So. Ja, die Hasen wollen... Ich finde das sehr schön, diesen Comic. Aber so ein bisschen mit Tonunterspielung. Oder wo man die Geräusche sogar... Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und somit möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich weiß, das Spiel geht eigentlich noch weiter, wie es uns der Comic gerade eben verraten hat, dass die Monster noch stärker, noch härter, noch was weiß ich zurückkommen. Es sollte allerdings so ein Osterspecial werden und es ist schon viel, viel, viel zu lang in ja, die Zukunft gerutscht, was es eigentlich nicht sollte. Deswegen, ich lasse hier gerade nochmal die Credits durchlaufen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr die ganzen Producer, Macher und so weiter hier unterstützen würdet, euch das Spiel kauft, dann könnt ihr selbst für euch erfahren, wie es weitergeht mit Kung Fu Rabbit im, wie es hier oben steht, Hardcore Rabbit Modus. Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei gehabt. Ich hab's gehabt. Ja, und ich freue mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Let's Play auch wieder einschaltet. Mal schauen, was noch so geplant ist. Ja, ein bisschen ist was geplant, aber es ist alles noch nicht so ganz offiziell. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt laufen die Credits nochmal durch, aber doppelt hält ja bekanntlich besser. Noch kurz zu dem Spiel, mir hat es ja persönlich sehr gut gefallen, außer dass ich an manchen Stellen wirklich am Verzweifeln war. Ich muss auch ehrlich gestehen, so ein bisschen bin ich froh, dass ich das jetzt hinter mich gebracht habe. Bisschen vorzeitig, na gut, okay, aber ja. Und ich habe noch von jemandem erfahren, dass im Übrigen die Android-Version für Smartphone noch ein Ticken einfacher sein soll als die PC-Version. Also er hat sich sehr gewundert, dass ich hier so viele schwere Sachen machen musste, die er in der Android-Version nicht hatte. Also wem das Ganze PC-Version schon hardcore genug ist, der sollte sich vielleicht doch für die Android-App entscheiden. Wobei natürlich, ach, das macht doch mehr Gaudi, das dann auch mal richtig schwer zu spielen, ne? Da kann man sich so schön aufregen wie ich, ja. Gut, meine Lieben, ich freue mich aufs nächste Mal und wir sehen uns. Bis dann, tschüss!